Name ist Daniel Mocharski, ich bin 29 Jahre alt und ich wohne in Bochum. Ich mache erstmal primär sehr viel Musik, bin aber hauptberuflich Programmierer, also zwei sehr unterschiedliche Dinge irgendwie. Ich spiele in einer Band, die heißt Aleska. Wir sind 5 Mann, produzieren alles selber, also ist komplett do-it-yourself. Da sitze ich halt meist der Zeit alleine, weil ich das nicht mit anderen Leuten koordinieren muss. Hallo! Daniel! Hallöchen! Hi, Tore. Der Tore, ja. Erzähl mal, wen hast du dabei? Ich hab dabei meine Stiefschwester, meine Freundin. Hallöchen. Sehr gute Freund von mir. Die Freundin von meinem Bruder. Mein Bruder. Ich bin der Bruder. Und meine Mama. Wie unterscheiden sich deine beiden Söhne so? Also er ist der ruhigere, besonnenere. Und Daniel ist so der Musik-Chaot, sag ich immer. Musik-Chaot. Wenn er auftaucht, ist immer alles durcheinander. Ich mache schon Musik seit Anno Tobak. Immer für mich selber, immer für mich selber. Ich kenne das von Daniel auch nicht anders, dass der auf dem Proberaum ist und was für die Band macht oder seine eigenen anderen Projekte. Das ist in Ordnung. Okay. Ja, wenn du so ein Eigenbrötler bist, bist du ja bei uns genau richtig. Hier bist du ja fast so nur für dich auf ja, der Bühne. Absolut. Ich fühle mich auch überhaupt nicht bedrängt gerade. Und vor allem, wenn dann alle nur auf dich gucken, das ist ja für dich dann fast Daily Business. Daily Business. Okay. Ja, gut so. Nee, alles gut, alles gut. Ich mag es gar nicht so im Mittelpunkt zu stehen. Also eigentlich gar nicht. Jetzt mal im Rampenlicht zu stehen, ist auf jeden Fall eine ganz krasse Umstellung für mich. Kurz vor Auftritten brauche ich in der Regel eine Viertelstunde, um mich mal komplett zurückzuziehen, weil ich halt mega nervös bin. Auf der Bühne zu stehen, ist es anfangs immer etwas ungewohnt. Ich brauche in der Regel ein paar Minuten, bis ich reinkomme. Aber diesmal springe ich einfach ins kalte Wasser und guck, wie es wird. Vielleicht ist es ja doch mein Ding. Wird man sehen. Dies ist kein Abschied, denn ich war nie willkommen. Wir laufen davon und nie wiederkommen. Kein Leben wohl. Ich nicht kenn. Die Stadt muss brennen, brennen, brennen und wieder von vorn. Fuß aufs Gas, in ein gutes Jahr. Sofort los, sorglos, sondern groß Fokus Richtung Zukunft fahren. Weg, tun immer nur Leben ohne von und nie wiederkommen. Kein Leben wohl, will euch nicht kennen. Die Stadt muss brennen. Dankeschön. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ja, dankeschön. Wer bist du denn? Ich bin der Daniel, ich bin 29 Jahre alt und komme aus Bochum. Machst du Musik in mehr oder weniger professionell? Ja, professionell nicht. Aber ich mache sehr viel Musik in meiner Freizeit. Eigentlich ist es das, was meine Freizeit primär füllt. Verschiedenste Sachen, Cover, eigene mit der Sachen. Mit Band auch? Oder? Dann letzten Endes für die Band, genau. Und was macht ihr da für Sound? Das ist halt schon gitarrenlastig, aber sehr gut singbar, weil ich halt primär auch sehr viel singe. Also eigentlich singe ich da nur, ich rappe eher weniger. Deswegen war das jetzt Neuland, so ein bisschen sogar für mich. Das gibt mir auch so, ich rappe ausnahmsweise immer nur. Was du mitbringst und was uns gefallen hat, warum wir gedrückt haben, ist, dass du deutsch singst, deutsch rappst und es eben nicht unbedingt diese Schmusenummer ist, sondern halt einfach so ein bisschen
auf die Fresse auch, ne? Ja. So ein klein bisschen. Und es hat uns sehr gefallen und da glauben wir, da geht noch mehr. Okay. Ja, Daniel, fand ich auch. Also, ich meine, der Song ist eh schon sehr energiegeladen, aber ich habe mich umgedreht, einfach weil es Druck gemacht hat, weil es einfach Power war, weil du ein geiles Phrasing hattest, ein gutes Rhythmusgefühl, einfach das Ding gezogen hast. Und das finde ich mega frisch. Und du sagst, du machst viel auf Deutsch, also da bist du bei mir jetzt nicht gerade im falschen Team. Aber im Gegensatz zu uns, weil wir haben ja mit Deutsch überhaupt nichts. Ja. Ich lerne das Rappen noch. Lass mir von dir ein paar Tricks zeigen, dann mache ich euch kalt im Finale. Oh! Auch ein Deal, oder? Große Worte, Herr Romani. Ja, ja. Aber Finale, das ist das Stichwort. Da will ich dich sehen. Ich hätte Bock, mit dir zu arbeiten, Daniel, mein Lieber. Ja. Was erwartest du denn von deinem Coach-Team? Kein rein Rap. Ja. Herzlich willkommen im Team Andreas. Du bist aber bei den Fantas auch nicht falsch. Wollte ich gerade sagen, ne? Das war ja auch keine reine Rap-Nummer. Und wir haben ja auch nicht mit astreinem Rap zweimal gewonnen. Stimmt, eben drum. Ne? Ich meine, das ist eine Riesenstärke, dass du das auch kannst. Ne? Also ich werde nicht versuchen, dich irgendwo reinzudrücken in irgendeine Schiene. Mhm. Es geht um dich, es geht darum, rauszufinden, was du willst. Ne? Und wenn du rappen willst, dann rap. Wenn du singen willst, sing. Und wenn du beides machen willst, dann machen wir das. Lass uns das ausprobieren. Verdammt schlecht, schwere Entscheidung. Ich habe natürlich vorher schon Gedanken gemacht. Und auch wenn mein Bauchgefühl... Ich glaube, ich sollte auf mein Bauchgefühl hören gerade. Ne? Erste Wahl waren Michi und Smudo. Aber ich glaube, ich gehe dann jetzt doch zum Andreas. Ja! Was haben wir falsch gemacht? Herzlich willkommen, mein Lieber, im Team Andreas. Eine Geste. Geil gemacht, Alter. Go, Daniel! Ja. Was für ein Team! Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Willkommen im Team, Alter. Ne? Nochmal. Ich freue mich, mit dir zu arbeiten. Wir sehen uns später, ne? Bis später. Feier ein bisschen! Ich muss gerade ein bisschen meine Gedanken sortieren, ist nicht so leicht gerade. Aber ich bin happy, dass es jetzt grundsätzlich erstmal vorbei ist. So, ne? Das ist jetzt lange, lange gewartet und jetzt ist das ganze Ding durch und ich bin jetzt erstmal happy. She's drowning in the world, she's living.